Herr, erbarme dich über mich, denn ich weiß weder aus noch ein. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen und ich bin mit meiner Kraft am Ende. Und der Kummer schwindet mein Leben dahin, in Seufzen vergehen meine Jahre. Meine Schuld und meine Schuldgefühle zehren an meinen Kräften und lähmen meine Glieder. Ich aber, Herr, vertraue dir. Du bist mein Gott und daran halte ich fest. Lass mich deine Nähe wieder erfahren. Ich gehöre doch zu dir. Sei mir gnädig und rette mich. Entsetzt hatte ich schon gedacht, Herr, du hast mich verstoßen. Du aber hörtest mich, als ich um Hilfe schrie. Jetzt kann ich ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält. Denn du, Herr, mein Gott, schützt mich. Es ist erst letzte Woche geschehen, dass wir hier so Gottesdienst miteinander feierten und ein Mann saß da, strahlte übers ganze Gesicht. Nach dem Gottesdienst stand er mit den Umstehenden herum und scherzte, riss Witze und jeder muss gedacht haben, Mensch, ist der gut drauf. Es war nur wenige Minuten später, da waren wir hier oben im Turmzimmer, da sitzt der Mann mir gegenüber und er scheint ein völlig anderer Mensch zu sein. Die Augen sind plötzlich so trübe. Sein Gesichtsausdruck ist müde. Und doch ist er derselbe Mensch, der vor wenigen Minuten hier in einer Schar von allen Freunden sich ganz anders gab. Wir sprechen ein paar Minuten miteinander und dann lässt das Vertrauen die Schleusen seiner Seele öffnen. Und zuerst bricht es stockend aus ihm heraus, dann als unaufhaltsamer Strom. Und er erzählt mir seine Geschichte. Er erzählt mir, wie seine Welt, die so heil schien, plötzlich anfing zu bröckeln. Wie er versuchte mit aller Gewalt und krampfartig das Ganze irgendwie noch zusammenzuhalten. Und er sagte, es zerbröselte mir unter meinen Fingern und ich musste hilflos zusehen, wie es geschah. Wie in einem Dominoeffekt. Um seinen gefährdeten Arbeitsplatz zu erhalten, hat er, wie man so sagt, malocht. Er hat richtig geschuftet, er hat Überstunden heruntergerissen. Und er sagt, obwohl ich vollen Einsatz brachte, über meine Kräfte, ist mein Arbeitsplatz noch immer nicht gesichert. Nur die Frau hatte sich geweigert, diesen Stress mitzumachen. Und sie hat sich auf und davon gemacht mit einem Mann, der mehr Zeit für sie hatte. Sie nahm die Tochter gleich mit. Und das war das Schwerste für ihn. Er sagt, plötzlich brach das Chaos über mich herein. Um mich herum purzelte alles. Und in mir wurde alles taub und stumpf. Er sagt, es ist schlimm, meine Konzentration ist dahin. Es ist, wie wenn ich einen Block im Kopf habe. Ich kann nicht mehr normal denken. Manchmal habe ich Angst, ich verliere den Verstand. Das hatte mein Körper rebelliert.
Ich habe Hunger, ich komme zu Tisch und dann finde ich das Essen widerlich und unerträglich. Er sagte, die kleinste Irritation führt zur Explosion. Ich kriege Wutanfälle. Ich kriege solche Aggressionen, dass ich mich nicht mehr beherrschen kann und schäme mich meiner selbst und empfinde Schuldgefühle, dass ich mich anderen Menschen so gegenüber verhalte und das bei denen, die mir eigentlich am wohlwollendsten gegenüberstehen, bei den meinen. Er sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin körperlich geschafft. Ich bin mental erschöpft. Wenn das Telefon klingelt, ist das wie eine Bedrohung. Ich könnte den Apparat am liebsten an die Wand klatschen. Er sagt, es ist eine Anstrengung, zum Postkasten zu gehen und die Post herauszunehmen. Noch schlimmer ist es, den Postberg wachsen zu sehen, den ich nicht beantworte, weil mir bei allem Willen die Kraft dazu fehlt. Sagte, Dinge, die habe ich früher mit links gemacht, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. All diese Dinge sind heute eine Riesenaktion. Und dann sah ich den Mann an. Und ich sagte, Sie haben noch ein Problem. Ja, ja. Ich weiß genau, wie Sie sich fühlen. Ich habe solche Situationen in meinem Leben durchlebt. Es sind geistlich leergebrannt. Nicht nur körperlich, nicht nur mental, nicht nur psychisch, sondern geistlich sind sie leergebrannt. Die Gottesdienste besuchen sie noch, aber sie rühren sie im tiefsten Innersten nicht mehr an. Eine Hoffnungslosigkeit hat sich in ihnen breit gemacht. Sie fühlen sich Gott entfremdet. Da guckt er mich an und sagt, woher wissen Sie das? Ich war da. Ich weiß, wie es ist, wenn man in diesem Zustand sich befindet. Man fühlt sich von Gott vergessen. Man fühlt sich von Gott verstoßen. Aber ich darf Sie trösten, Sie sind kein Einzelfall. Mir als Pastor ist das widerfahren. In meinen besten Zeiten, ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Und ich weiß, dass in jedem Gottesdienst Menschen sitzen, die genau in dieser Situation sind. Es ist nicht leicht, über solch einen Text zu sprechen. Und ich fühle mich auch gar nicht qualifiziert, weil ich habe nicht alle Antworten. Ich möchte einfach heute Morgen aus meinem Herzen sprechen. Ich möchte etwas von dem weitersagen, was ich selber erfahren habe und was das Wort Gottes auch aufzeigt. Es sitzen viele jetzt vielleicht am Computerradio, haben eingeschaltet, wollen Taboradio hören oder Freedom Radio. Sie sind am Ende und sie sehen momentan keinen Weg. Es herrscht um sie herum das Chaos und innerlich tobt ein unstillbarer Sturm und sie fühlen sich von Gott verlassen. Und das Schlimme ist, in solcher Situation drücken auch noch Schuldgefühle. Alles, was geschieht, bezieht man auf sich selber. Die Frau, die weggelaufen ist, meine Schuld. Das Kind, das unglücklich ist und in der Schule nicht mehr vorwärtskommt, meine Schuld. Dass der Betrieb runtergeht, ist meine Schuld. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Und wenn man zum Gottesdienst kommt, kann man sich nicht mehr freuen, sondern man kommt mit eingezogenem Genick und denkt, vielleicht ist der Gott auch noch gegen mich. Schuldgefühle fangen an zu drücken. Einmal saß ein Mann vor mir in meinem Sprechzimmer und er sagte, ich fühle Gott nicht mehr. Ich habe ihn mal geliebt. Ich habe ihn mal regelrecht gespürt. Ich brauchte nur meinen Mund aufzumachen und anfangen zu beten. Dann merkte ich, wie er gegenwärtig war. Jetzt ist um mich herum und in mir drin alles tot. Ich muss die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen haben. Und die Bibel sagt in Hebräer 6, da gibt es keine Umkehr mehr. Ich bin verloren. Ich gucke ihn an und sage zu ihm, wissen Sie, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie sind nicht verloren. Sie haben diese Sünde nicht begangen. Woher wissen Sie das? Sind Sie ein Prophet?
Nein, sage ich, ich bin kein Prophet. Das habe ich nie beansprucht zu sein. Aber ich habe Erfahrung. Und ich weiß, dass wenn einer die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen hat, dann sitzt er nicht mehr hier. Er hat nicht Sehnsucht nach Gott. Er schreit nicht mehr nach Gott. Einer, der diese Sünde, die unvergebbar ist, begangen hat, der will von Gott nichts mehr wissen. Der hat ihn ausgegrenzt. Der ist stumpf, der ist tot, der denkt nicht mehr an Gott. Aber sie sitzen hier. Sie wollen zu Gott, sie sehnen sich nach seiner Gegenwart. Und das ist der beste Beweis dafür, dass Gott Interesse an ihnen hat und dass er in ihnen wirkt. Halleluja. Wir haben miteinander gebetet und er ging nicht aus dem Sprechzimmer, er flog aus dem Sprechzimmer. Das ist der Dienst Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes. Die Bibel sagt, und Jesus von Nazareth, gesalbt vom Heiligen Geist, zog umher und tat wohl all denen, die vom Feind überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Gott hat Interesse an seinen Menschen. Ich weiß, diese Stimmen, die stürmen auf einmal ein, du warst nicht gut genug, du bist kein richtiger Christ, Gott hat dich abgehakt, vergiss es. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Jesus ist niemals so zu schwachen Menschen gekommen, zu zerbrochenen Menschen gekommen. Die Bibel sagt, den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen und das zerstoßene Rohr wird er nicht wegwerfen. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe für eure Seelen geben. Das ist Gottes Botschaft heute Morgen. Oh, ich kenne dieses Gefühl, wenn alles um einen her Nacht ist. Nein, es ist nicht Nacht, eine Steigerungsform muss her. Es ist absolute Finsternis. Kenne dieses Gefühl, während einer meiner einflussreichsten Aktionen, die ich jemals im Leben gestartet hatte, genau da kamen so verschiedene Einflüsse in mein Leben, ungerechtfertigte Angriffe, handfeste Missverständnisse. Und dann häufte sich das an mit bösartigen Verleumdungen. Und ich saß dem Ganzen hilflos gegenüber. Ich war am Ende, ich konnte das alles nicht fassen. Ich war so naiv gewesen, so gutgläubig gewesen, wollte etwas Gutes tun und jeder misstraute mir und unterstellte mir Motive, die ich gar nicht hatte. Und ich kam gegen diese Woge von Anfeindung und Angriffen nicht mehr an und war am Ende. Völlig verzweifelt. Meine Gemeinde wusste das damals nicht. 3 Tage irrte ich durch die Straßen dieser Stadt. Alleine. Es war schrecklich. Schuldgefühle. Du musst alles falsch gemacht haben. Solche Missverständnisse hätte es nicht gegeben, wenn du dich anders benommen hättest. Du bist schuld. Und diese Schuld, diese angebliche Schuld, wurde immer größer und erdrückender. Und der alte Teufel, der Feind unserer Seele, er saß auf meiner Schulter und er flüsterte mir ins Ohr, siehst du, du bist kein Christ. Du bist kein guter Mensch. Du bist ein jämmerlicher Versager, du bist eine Niete. Du bist so schlecht, dass nicht einmal Gott mit dir noch etwas anfangen kann. Du bist von Gott verworfen. Und das Schlimme ist, wenn man in diesem Zustand ist, ist man offen für solche Stimmen. Man hört das und man glaubt es. Und in dem Moment, wo man es glaubt, geht es in die Seele und vergiftet das Innerste.
Ich irrte durch die Straßen dieser Stadt und diese Einflüsterungen wurden immer dominanter. Sie steigerten sich vom Pianissimo zu einem höllischen Crescendo, zu Fortissimo. Du bist von Gott verworfen. Gott sei Dank gab es in Berlin eine Beterin. Ich hatte einen Termin mit ihr an dem Tag. Ich wollte gar nicht hin, man will ja keine Menschen sehen, wenn man in solchen Umständen ist. Aber ich musste nun hingehen. Und Gott sei Dank wusste sie, wie man betet. Sie wusste, wie man von Gott hört. Das Wort Gottes lebte in ihr. Und so als ich an der Tür stand und klingelte, öffnete sie, zog mich herein, setzte mich auf das Sofa und sagte, du brauchst mir nichts zu sagen. Heute Morgen um 5 Uhr hat Gott mich geweckt. Ich konnte nicht anders, ich musste zur Bibel greifen. Und ich fing an, im Buch Jesaja zu lesen. Und plötzlich kam es so klar in mein Innerstes, in meinen Geist, dieser Impuls vom Himmel her. Dieses Wort ist für Spitzer, wenn er nachher zu dir kommt. Und ich stehe da und sie sagt, Halleluja, ich habe ein Wort von Gott für dich. Und ehrlich gesagt, ich zuckte zusammen. Wir sind ja alle so, nicht? Wird man zum Lehrer gerufen, sieht man das Kreuz an. Oh, was habe ich verbrochen? Kommt der Abteilungsleiter und sagt, Sie müssen beim Chef vorstellig sein. Um 12 Uhr erwartet Sie. Zieht das Genick und sagt, was habe ich verbrochen? Anstatt wir sagen, Halleluja, es gibt Gehaltsaufbesserung. Erste Reaktion, was habe ich verbrochen? Oh, Gott kennt mein Leben. Der weiß um alles, um jeden kleinen dunklen Winkel in meinem Leben. Oh, ich habe ein Wort Gottes für dich. Jetzt wird abgerechnet. Und ich sitze da so zusammengefallen auf der Couch. Da nimmt sie die Bibel und fängt an zu lesen im Buch Jesaja. In mir heißt es, du bist von Gott verworfen. Und sie sagt, es steht geschrieben, du bist mein Knecht. Ich habe dich nicht verworfen. Kannst du dir vorstellen, was das bewirkt hat? Sie wusste nicht, was sich in mir abspielte. Sie wusste nicht, dass ich 3 Tage durch die Straßen geirrt war. Sie wusste nicht, was der Teufel, diese finstere Macht, mir einflüstern wollte, um mein Leben zu vernichten. Sie wusste nur eins, das Wort Gottes. Und das ist so symptomatisch. Für das, was Gott tut, er tat wohl. Er tat wohl. Gesalbt vom Heiligen Geist tat er wohl. Denn Gott war mit ihm. Er tat wohl. Und das ist, was er heute noch tut. Wie eine Tonnenlast fiel es von meinen Schultern. Und über 1000 Menschen haben in den folgenden 3 Tagen eine Erstentscheidung für Jesus Christus getroffen. In meiner besten Situation, in einer Situation, wo ich das Größte erwartete und es trat ja dann auch ein, aber genau in dieser Situation kam dieser Paukenschlag. Du bist von Gott verworfen. So plötzlich kommt das. Gerade scheint noch die Sonne, im nächsten Moment regnet es und stürmt es. Gerade noch leben wir, dann hören wir das Urteil des Arztes. Gerade feiern wir noch und kommen zur Arbeitsstelle und uns wird mitgeteilt, morgen war ihr letzter Arbeitstag. Plötzlich bricht es in unser Leben herein. Und wenn man dann kein Fundament hat, schwimmen einem alle Fälle davon. Ich darf heute Morgen weiter sagen, ich weiß, dass ich das sagen darf, denn ich habe für diesen Gottesdienst sehr viel gebetet. Innerlich gekämpft. Gott, was ist das Wort für diesen Sonntagmorgen? Und es kam zu mir. Du bist hier, weil du von Gott geliebt bist. Du bist hier, weil etwas in dir wie eine Kompassnadel in die richtige Richtung gezeigt hat. Du bist nicht durch Zufall hier, sondern du bist hier, weil Gott wollte, dass du heute Morgen hier bist und diese Botschaft hörst oder am Radio hörst. Du bist nicht von Gott verworfen. Du bist von Gott geliebt, egal
wie die Umstände deines Lebens aussehen. Nun blättern wir mal kurz durch die Bibel. In der Bibel war es doch nicht anders. Die Heiligen, die Vorbilder, die großen Leute, die wir bewundern in der Bibel und Kirchengeschichte, sie sind doch nicht ständig auf sonnigen Höhen dahingewandelt. Waren es nicht gerade die Tiefen, die sie reifen ließen? Wurden nicht die größten Musikwerke geschrieben in Zeiten der Bedrängnis und Not? Es ist gut zu wissen, in allen Umständen ist er da. David und andere große biblische Gestalten haben genau solche Erfahrungen gemacht wie du und ich. Lies die Psalmen. Sie sind Hilfeschreie, sind Worte der Aggression, Worte der Frustration, Worte der Verzweiflung. Gott, wo bist du? Es geht nicht dir und mir so. Es ist Menschen durch alle Zeiten hindurch so gegangen. Nur, sie sind nicht daran zerbrochen, sondern weil sie zu Gott schrien, fand die Geschichte ein Happy End. Nicht das Happy End, das unbedingt Hollywood produziert, aber ein Happy End, das Gott produziert. Habakuk. Der kleine Prophet beginnt mit den Worten: Herr, wie lange noch soll ich zu dir schreien? Willst du nicht endlich hören, Donnerwetter aber auch? Wie lange soll ich noch rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? So fängt Habakuk an. Habakuk endet nach seinem Gebet. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten. Und der Weinstock bringt noch keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten. Und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden. Und die Viehställe sind leer wegen der Feinde, die über uns hergefallen sind. Jawohl, die Katastrophe war da. Die Probleme waren da. Aber jetzt kommt er zum Finale seines Buches. Habakuk. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Und der Herr selbst ist der Grund, auf dem ich stehe. Ich habe ein Fundament und er ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark, beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über die Berge hüpfen, inmitten widriger Umstände. War es nicht so in der Geschichte Israels? Gerade war das Volk der Sklaverei entronnen, da standen sie am Roten Meer, vor sich das Meer, hinter sich die Feinde. Und sie schrien zum Herrn. Und die Bibel sagt, und der Herr hörte sie. Wie überlebt man in solch schwieriger Situation? Ganz schnell. Erstens, es hilft schon zu wissen, das habe ich festgestellt, dass man keine Niete, dass man kein Versager ist, dass man von Gott nicht im Stich gelassen ist, wenn man durch notvolle Umstände geht. Oft ist es so, dass in dem Augenblick, wo wir von Not getroffen sind und andere lachen und lärmen um uns her, sind wir so deprimiert. Und wir denken, wir sind die Einzigen, die im Leben durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Dem ist nicht so. Jeder Mensch geht irgendwann durch große Nöte, durch tiefe Wasser. Jeder. Das sind die Christen nicht besser. Ich sage nur immer, sie sind besser dran. Wenn es regnet, regnet es auf Gläubige und auf Ungläubige. Alle werden nass. Es sei denn, du hast deinen Schirm dabei. David ist da sehr realistisch.
Er spricht vom guten Hirten, wir alle kennen den Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser. Bilder, die die Seele erquicken. Wenn man es liest, kann man es sich vorstellen. Grüne Auen, frisches Wasser. Aber er schreibt auch, und wenn ich wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn Gott, du bist bei mir. Sehr realistisch. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Da werden uns nicht lila, blassblaue Blitze vor Augen geführt. Komm zu Gott und alles ist paletti. Keine Probleme mehr. Das steht nirgends in der Bibel geschrieben. Lies den Vertrag noch einmal, auch das Kleingedruckte. Sehr realistisch. Auch das finstere Tal gehört zum Leben. Aber ich bin nicht alleine im finsteren Tal. Gott ist bei mir. Es ist unrealistisch zu glauben, dass das Leben eines Menschen immer nur auf sonnigen Höhen verläuft. Selbst der weise Salomo hat das erkannt. Er hat das Buch des Predigers geschrieben. Und ich habe es gestern wieder gelesen. Er sagt, ich habe alles, aber alles ist nicht gut genug. Es fehlt mir immer noch was. Ich bin immer noch unzufrieden. Ich habe Reichtümer und es reicht nicht. Habe ich viel, will ich mehr. Er hatte Weisheit, er war berühmt dafür. Die Königin von Saba kam, um von ihm zu hören. Und man spricht von salomonischem Urteil. Und doch reichte es nirgends hin. Er hatte Frauen, mehr als genug. Riesige Besitz und Ländereien. Aber lassen wir ihn doch selber zu Wort kommen. Diese Zeilen muss ich lesen. Das sind die Aussagen des Königs Salomo. Es ist alles eitel. Es ist alles eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er unter der Sonne hat? Und dann lesen wir weiter im zweiten Kapitel. Da heißt es, ich tat große Dinge. Ich baute mir Häuser, pflanzte Weinberge, machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus bewässerte ich den Wald der grünenden Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde. Ich hatte Gesinde im Haus geboren. Ich hatte größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem lebten. Ich sammelte Silber und Gold und was Könige in Ländern besitzen, hatte ich. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge. Ich war größer als alle. Auch blieb die Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, gab ich ihnen und verwehrte es meinem Herzen nicht. Freude über Freude, sodass es fröhlich war in all meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller Mühe. Aber als ich ansah alle meine Werke, die meine Hände getan hatten und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel. Es war ein Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Es bleibt alles zurück. Denn was kriegt der Mensch von all seiner Mühe? Und dem Streben seines Herzens, wo er sich so abmüht unter der Sonne. Alle seine Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Auch das ist eitel. Ist nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei bei all seinen Mühen? Doch dies sah ich auch, dass solches von Gottes Hand kommt. Da leuchtet bei diesem frustrierten, verzweifelten Menschen plötzlich ein helles Licht auf. Eitel, es ist alles eitel, alles Quatsch, alles so negativ. Man kriegt Depressionen, wenn man anfängt, diesen Text zu lesen. Und dann plötzlich leuchtet es auf. Ich erkannte, lebe deinen Tag, iss und trink und sei fröhlich und nehme das, was jeden Tag an Gutem in dein Leben kommt, aus Gottes Hand. Es ist ein Geschenk Gottes. Genieße es. Plötzlich spricht der Mann von Gott. Er hat. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 11, diese leuchtende Aussage, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und hat die Ewigkeit
in ihr Herz gelegt. Da ist etwas, das ist uns völlig unbekannt. Manchmal ganz leise, manchmal ganz stille. Wie ein leises, sachtes Mahnen. Es gibt Gott. Es gibt Gott. Anzusuchen. Du kommst zum Gottesdienst und plötzlich entdeckst du, was dir jahrelang verborgen blieb. Sinn hat das Leben nur, wenn ich ein Fundament habe, wenn ich Zufriedenheit habe, weil ich Gott habe. Mit Gott zu leben, für Gott zu leben, aus Gott zu leben, zu den verschiedenen Phasen in meinem Leben, ist letztendlich die Erfüllung. Gott hat uns niemals ein konfliktfreies Leben versprochen. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Trübsal, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Der Prophet Jesaja sagt als Gottes Zusage an sein Volk, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mir bekannt und du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, werden die Ströme dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wird dich die Flamme nicht versengen. Die Bibel verspricht uns eines, dass Gott mit uns durch diese zerbrochene Welt geht und dass uns nicht im Stich lässt. Er hat uns eine Fülle von Zusagen gegeben. Und einer meiner Lieblingstexte, es ist die Grundlage meines Lebens, mit der ich wirklich lebe. Es ist mein Glaubensbekenntnis, diese Worte des Paulus im Römerbrief. Ist Gott für uns? Wer kann dann noch wider uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier. Er ist für uns gestorben, ja vielmehr, er ist auferstanden und vertritt uns zu Rechten Gottes. Ich bin dessen ganz sicher, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalt noch Gegenwärtiges noch in der Zukunft Liegendes, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur kann uns scheiden, kann uns trennen von der Liebe, die Gott zu uns hat in Jesus Christus. Paulus hat ein schweres Leben. Und doch kommt er zu diesem Ergebnis. Niemand und nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Auch die schwierigsten Lebensumstände nicht. Gott ist die Basis. Und wenn meine Zeit hier um ist, gehe ich zu ihm. Er hat die Ewigkeit in mein Herz gelegt. Er lässt mich nicht allein. Zum Schluss, was sind die Erfahrungen Davids und Habakuks und all der Großen, die durch große Nöte gegangen sind? Sie suchen ihn. Sie suchen ihn. Sie hängen sich in ihrer Not an Gott wie ein Kind an den Rückzipfel seiner Mutter. Sie schreien ihre Not, ihre Verzweiflung, ihre Enttäuschung, ihre Aggression, ihren Schmerz hinaus. Das tut gut. Schluck es nicht. Schrei es hinaus. Lass Gott wissen, wie frustriert du bist. Schrei, wo bist du? Es haut ihn nicht um, aber es befreit dich. Und du wirst entdecken, wenn du zu ihm schreist, von ganzem Herzen, wird er sich dir offenbaren.
Jakob kämpfte eine ganze Nacht mit Gott. Und am Morgen wollte sich der Engel des Herrn zurückziehen. Da packte ihn an seinem Gewand und sagte: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist Entschlossenheit. So dürfen wir zu Gott kommen. Hey, halt! Du gehst nicht weg. Du hast gesagt. Und in dem Moment, wo wir sagen, du hast gesagt, geht Herz und Ohr von Gott auf. Ich habe gesagt, du hast gesagt. Was ich gesagt habe, wird geschehen. Ich lasse dich in dunkler Schlucht nicht allein. Habakuk, die Katastrophe kommt über dein Volk, aber dennoch wirst du in mir Freude und Kraft finden und durch die dunklen Erfahrungen heil hindurchkommen. In der Konfliktsituation erinnere dich an Situationen, wo Gott dir schon einmal geholfen hat. Eine große Hilfe. Wenn ich so merke, dass die Fälle wegschwimmen, dann sage ich, Moment mal, das kenne ich doch schon. Das habe ich doch schon mehrfach erlebt. Hat Gott mich jemals im Stich gelassen? Nein, er hat mich immer durchgebracht. David kommt zu Saul und keiner wagt, gegen den Goliath anzutreten. Und der junge David sagt zu dem König Saul: Ich will gegen Goliath kämpfen. Und der König guckt verächtlich auf den jungen David und sagt: Pah, du bist doch nur ein kleiner Bub. Du willst gegen den Goliath kämpfen, meine Elitentruppen wagen es nicht. Und da sagt David etwas Entscheidendes. Er sagt: Mein König, der Gott, der mich bewahrt hat vor dem Bären, der Gott, der mir geholfen hat gegen den Löwen, als ich meines Vaters Schafe hütete, der Gott wird diesen Unbeschnittenen in meine Hände geben. Der Gott, der in der Vergangenheit mir geholfen hat, der Gott wird mich in der Zukunft nicht im Stich lassen. Und darauf sagt König Saul: Gehe in Gottes Namen. Er muss solche Überzeugungskraft gehabt haben. In der Vergangenheit hat Gott mich nicht im Stich gelassen. Und ich weiß, er wird mir auch in der Gegenwart helfen. Du brauchst ein Zeichen, dass Gott noch mit dir ist? Ich will es dir geben. Du bist hier. Du sagst, das ist doch kein Zeichen. Doch. Die Tatsache, dass du heute Morgen nicht schläfst oder betrunken in der Kneipe hängst oder schon ins Wasser gegangen bist oder dich vollgepumpt hast mit Drogen, sondern dass du ins Haus Gottes kommst, ist ein Zeichen, dass Gottes Geist bereits in dir am Wirken ist. Er lässt dich nicht im Stich. Er ist hier. Hat Ewigkeit in dein Herz hineingelegt. Etwas hat dich gezogen. Irgendjemand hat dich mitgebracht, dass du Gottes Wort hörst. Keine Lage ist aussichtslos. Du bist nicht von Gott verworfen. Du sagst, deine Schuld? Ja, wir sind alle schuldig geworden. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Aber die Bibel sagt, wir sind gerecht gemacht worden vor Gott, nicht aus eigenem Verdienst, sondern aus der Gnade, die er uns zuteil werden lässt. Gnade für jeden, Gnade für jede Situation. Wie unser Jöran Holm sagt, es ist alles Gnade. Ich will schließen mit meinem Konfirmandenspruch. Ja, als ich als 14-Jähriger da am Altar stand, hat mir das alles nicht so viel gesagt. Als 14-Jähriger hat man noch keine Lebenserfahrung, da freut man sich nur auf die Geschenke, die es gleich geben wird. Man hat seinen Spruch aufgesagt und ist froh, dass man es über die Runden gebracht hat. Und dann kommt der Pfarrer im langen Talar und gibt einem einen Spruch. Und das ist meiner. Mein Pfarrer wusste nicht, was er tat, bin ich ganz sicher, als er mir diesen Spruch gab an meiner Konfirmation. Da heißt es: Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat
und am Ende nimmst du mich mit Ehren auf. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn. Und jetzt kommt's. Und dass ich verkündige als sein Tun. Es ist nicht immer leicht, sein Tun zu verkündigen. Ganz besonders, wenn man um die Not vieler Menschen weiß. Aber es kam aus tiefstem Herzen, aus tiefster Überzeugung. Er bewahrt uns nicht vor der Not, aber er begleitet uns in der Not. Er lässt uns nicht alleine und er bringt uns durch. Thank you.